Also, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernhard Everett für Anker Media und heute reden wir darüber, dass die EU mal wieder versucht, heimlich, still und leise oder zumindest schnell, so schnell durchgedrückt wie möglich auf dem undemokratischsten Weg, den man sich vorstellen kann, ein neues Zensurgesetz, wenn man es nicht, es gibt kein besseres Wort dafür, durchzudrücken. Was genau die Hintergründe dieses Gesetzes sein könnten, es ist hypothetisch formuliert, weil ich es nicht genau weiß, aber ich habe ein paar Vermutungen. Wieso das Gesetz absolut dämlich ist, was die Gefahr für die Freiheit im Internet auf der einen Seite, aber auch die Gefahr für die Leute, die versuchen, das Gesetz durchzudrücken, auf der anderen Seite ist, was es wirklich absurd aus meiner Sicht macht. Und was vielleicht ein kleiner Funken Hoffnung ist, das alles werden wir jetzt gleich hier besprechen. Bevor wir das machen, werde ich kurz auf eine Sache hinweisen, nämlich auf die Bewegung saveyourinternet.eu. Ich werde den Link dazu, es wird der erste Link in der Beschreibung sein, ich werde den Link dazu reinpacken. Alles, was zu diesem Thema sozusagen relevant ist, wenn ihr es verhindern wollt, findet ihr auf dieser Website. Ich werde noch einen separaten Aufruf, sozusagen einen separaten Aktionsaufruf zu dieser Website machen, zu dieser Sache machen. Das heißt, teilt bitte alle diese Videos, vieles ist wirklich wichtig. Aber in diesem Artikel werden wir erstmal über einen Artikel, in diesem Video werden wir erstmal über einen Artikel von heise.de, Heise Online im Grunde, reden. Und wenn es um, sag ich mal, Nachrichten über Technik, über IT und so ein Zeug geht, ist Heise Online eine ziemlich gute Quelle. Ich würde es eigentlich dafür empfehlen. Und hier ist das Ding. Unter der neuen Gesetzgebung, viele Leute reden von einer sogenannten Linksteuer. Unter der neuen Gesetzgebung soll es ja so sein, dass wenn die Inhalteanbieter oder die Inhalteersteller, wie zum Beispiel hier der Autor von Heise Online, wenn die nicht wollten, dass über ihren Artikel, also dass sozusagen ihre Inhalte benutzt werden woanders, das heißt, wenn sie nicht wollten, dass ich das hier in dem Video zeige, ja, dann könnten sie eigentlich dieses Video dann dadurch sperren lassen, sozusagen. Eigentlich, wahrscheinlich. Ich bin mir persönlich nicht genau sicher, woher die Linksteuer kommt an sich. Ich habe eine Vermutung, darauf gehen wir gleich an. Aber ich werde in voller Vorhersage, sage ich mal, dessen, dass wenn diese Gesetzgebung am 20. Juni durchgeht, das, was ich jetzt machen werde, nämlich das hier, eventuell illegal wird, also seriously, es wird eventuell illegal für mich, ohne von diesem Typen Stefan Krempel anzuschreiben, seinen Artikel zu zeigen, was absoluter fucking Schwachsinn ist. Aber ich wollte euch nur schon mal vorwarnen, dass das sein könnte. Nun möchte ich aber kurz einen Punkt hinweisen, für Heise und für alle anderen. Stefan hat einen guten Artikel geschrieben, oder Herr Krempel, oder wie auch immer. Und ich verlinke den Artikel unten in der Beschreibung, weil ich möchte, dass Leute sein Zeug lesen. Dadurch kann es passieren, dass er dadurch, dass ich seinen Artikel zeige, mehr Klicks bekommt. Und, naja, ich habe hier Adblock drin, das heißt, das bringt nicht so wirklich viel für ihn. Aber dass eventuell, sag ich mal, sie ihre Sachen besser monetarisieren könnten, mehr Fans gewinnen zum Beispiel. Eigentlich nützt es ihnen, wenn andere Leute auf ihre Artikel aufmerksam machen. Weswegen ich hoffe, Herr Krempel, wenn Sie das hier sehen, was ich nicht glaube, aber falls Sie das hier sehen, dass Sie mich nicht dafür flaggen. Ich wollte es nur mal kurz so sagen. So. Und natürlich könnte ich sagen, ja, macht euren Adblock aus, was immer. Okay. Also, was ist Artikel 13. Artikel 13 ist eine sogenannte Copyright-Reform. Und ich habe meine eigenen Probleme mit dem Copyright. Ich halte es für viel zu drakonisch in nahezu allen Aspekten, vor allem in der westlichen Welt, Ich denke, man könnte es wirklich sehr viel loser gestalten, weil wenig oder kein Copyright sehr gut für Kreativität ist, aber kein Copyright schlecht ist für die Inhalteanbieter. Das heißt, wenn man so einen Kompromiss finden würde, wo andere Leute unter Verweis auf den Originalartikel sozusagen, hey, vielleicht sogar irgendwo ganz oben hinstellen, man könnte das ja machen, Etikett sozusagen, einfach sagen, das erste, was ich mache, ist, ich rede über diesen Artikel, also verlinke ich als erstes diesen Artikel, okay, von mir aus, darüber können wir reden. Sozusagen unter Verweis auf das Originalwerk darüber reden, das auf der einen Seite befreit das Kreativität, auf der anderen Seite erlaubt es dem Urheber, sozusagen immer noch einen Profit davon zu machen. Ja klar, man darf nicht einfach Filme von uploaden, man darf nicht einfach Bücher von jemand anders verkaufen, ohne dem was abzugeben. Das verstehe ich, das ist okay, wenn man das für 5 bis 10 Jahre hat oder wie auch immer. Deutschland auch wieder tot, bis nach dem Tod plus 25 Jahre, auch wieder ein bisschen merkwürdig. Aber der Punkt ist halt, Urheberrecht ist generell schon zu drakonisch. Und jetzt soll es nochmal ein Stück drakonischer werden. Oder die behinderten Urheberrechtssachen, die es offline gibt, sollen auf das Internet übertragen werden, wo es einfach nicht passt. Also, und hier,
Hierzu werde ich nochmal einen separaten Rant machen wahrscheinlich. Es wird ein kurzes Video werden, wo ich einfach darüber rante und wo ich mich dann wahrscheinlich noch mehr... Es gibt eine Sache in dieser Welt, die ich genauso hasse wie die GEZ. Ja, und das ist die Corepers. Was sind die Corepers? Die Corepers sind die Ausschüsse der ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten des EU-Ministerrats. Was ist der EU-Ministerrat? Der EU-Ministerrat ist sowas wie die zweite Kammer der Legislative, also ein Teil der Gesetzgebung der EU. Ein Großteil der Gesetze, die von der EU verabschiedet werden, kommen aus dem Ministerrat. Und 80% der Gesetze, die vom Ministerrat verabschiedet werden, werden nicht vom Ministerrat selber erarbeitet, sondern werden von den ständigen Vertretern erarbeitet und einfach durchgewunken. Nur 20% der, die anderen 20% werden auch von den ständigen Vertretern erarbeitet, aber über die wird noch diskutiert. Das heißt, 80% der Regulierung, B-Regulierung heißen die, soweit ich das in Erinnerung habe, werden von den Corepers erstellt und dann, ohne darüber zu reden oder überhaupt mal reinzugucken, was sie da geschrieben haben, durchgewunken in der EU. Ein Großteil der Regulierung, also die aus der EU kommen, kommen von diesen Corepers. Es gibt zwei, eins und zwei. Ja, sehr selbsterklärend, was das angeht. Die Mitglieder der Corepers sind nicht gewählt, in keinster Weise demokratisch legitimiert. Sie werden, glaube ich, von den Regierungen ausgesandt. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber es sind im Grunde gesichtslose Bürokraten, die nicht überprüft werden in ihrer Arbeit, welche von den Regierungen ausgesandt werden, um einen Haufen neuer, unnötiger Gesetze zu verabschieden. Und ich belasse es jetzt mal dabei, aber die Corepers sind wahrscheinlich auch die Hauptschuldigen daran, dass jetzt zum Beispiel Plastikstrohhalme in der EU bald verboten werden. Ja, ja, das ist tatsächlich eine Sache. Apparently sind Plastikstrohhalme jetzt auch bald verboten. Okay. Nichts Nettes. Weißt du, this is why we can't have nice things. Wirklich, ernsthaft gesagt, die Corepers sind der Grund, warum Europa nichts Gutes haben kann. Seriously, literally, diese Leute sind die f***ing Hauptschuldigen, und ich muss mich jetzt gerade zurückhalten, weil ich fange mich schon wieder an aufzuregen. Mein Blut fängt an zu kochen. Wir sollten weitergehen, Amatik. Ihr könnt, wenn ihr mich wirklich rot im Gesicht sehen wollt, schaut euch mal das andere Video dann an, wenn es rauskommt. Ich weiß nicht, ob ich mich da so stark zurückhalten können werde. Okay, wir sind zivilisiert. Durchatmen. Also, für wen ist die Regulierung? Für Betreiber großer Online-Plattformen mit nutzergenerierten Inhalten. Also alle Plattformen, wo Nutzer etwas hochladen. Facebook, Instagram, YouTube, BitChute wahrscheinlich kommt auch rein, Twitter, Gab, Mainz. Alle Plattformen, wo Nutzer etwas hochladen, werden hiervon betroffen werden. Groß ist nicht genauer definiert, das heißt, es ist im Auge des Betrachters, das heißt, es wird willkürlich festgelegt werden. Wir wissen alle, dass es so funktioniert. Eine kleine Besonderheit, die Corepers immer haben, die auch diese Gesetzgebung wieder mal hat, ist, dass sie ihre Gesetzgebung immer sehr, sehr, sehr vage formulieren. So vage, dass man nicht genau weiß, was damit eigentlich gemeint ist und damit es interpretiert werden kann, um ein unglaublich weites Spektrum an Mitteln oder an Sachen abzudenken, die, wenn man sie so ins Gesetz explizit reinschreiben würde, niemals verabschiedet worden wären, weil sie viel zu dystopisch, viel zu totalitär und viel zu Zensur sind. Viel zu Zensur ist jetzt nicht die beste Grammatik, aber ihr wisst, was ich meine. Na gut. Die großen Online-Plattformen mit nutzergenerierten Inhalten müssen jetzt eine Genehmigung von Rechteinhabern für Werke einholen, die sie der Öffentlichkeit zugänglich machen. Okay, what the fuck heißt das? Das heißt, sie müssen im Grunde zu dem Urheberrechtstypen gehen und good luck, wenn ihr mal rausfinden wollt, wer das Urheberrecht für was hat und dann irgendwie bei jedem zweiten Fall einen Rechtsstreit ausbricht, weil niemand weiß, wer jetzt eigentlich das Urheberrecht dafür hat oder es vielleicht keins gab oder jemand das fälschlicherweise für sich beansprucht. Also es wird ein absoluter Clusterfuck. Ja, es wird ein absolutes Chaos, was das angeht. Es ist nicht wirklich machbar, auf einer Plattform wie YouTube alle Urheber für alles, du bräuchst wirklich alle Urheber, die es jemals gab, müsstest du überprüfen. Und dann müsstest du schauen, sind die schon tot, ist das Urheberrecht ausgelaufen, gilt das noch, in welchen Ländern gilt das? Und es ist nicht wirklich machbar, vor allem für die kleineren Plattformen. Ich werde auch später nochmal über ein Video von Dirk Müller, was mir ein Zuschauer zugeschickt hat, reden, in dem er über, sag ich mal, EU-Zensurgesetze oder Zensurinitiativen redet, die mit dieser hier nichts zu tun haben, die sogar nochmal separat davon sind. Ich meine, man kriegt langsam hier den Eindruck, dass die EU so guckt, so,
England wird ein totalitärer Überwachungsstaat, China ist ein totalitärer Überwachungsstaat und die USA, da ist Trump, der ist böse. Das heißt, wie die wollen wir nicht sein. Das heißt, da die Chinesen und die Engländer sind ja zivilisierte Welt, das heißt, wir müssen es machen wie die, oder? Dann sagen die Engländer so, boah, hier Jungs, wir haben den besten Überwachungsstaat. Die Chinesen sagen, oh, guckt euch unser soziales Engineering-System an. Wir haben einen viel besseren Überwachungsstaat. Wir können dafür sorgen, dass du keinen Kredit mehr kriegst, wenn du das falsch sagst. Die EU so, hold my beer. Haltet mein Bier, ich kann es noch besser. Ja, langsam kriegt man wirklich den Eindruck, dass so, ist so ein Wettrennen in Richtung Totalitarismus ist. Wer schafft's schneller? Wer schafft's schneller? Ich schwöre, wenn das so weitergeht, sind in 10 Jahren die Russen freier als wir. Und die Russen sind nicht unbedingt frei. Das ist nicht böse gegen die Russen gemeint, aber Putin ist ein autoritärer Herrscher. Ist kein Diktator, aber ein autoritärer Herrscher. Ja, er ist kein Demokrat, sagen wir es mal so. Und das wissen die meisten Russen. Aber wahrscheinlich ist es in 10 Jahren so, dass die Russen freier sind als wir, weil die fucking EU die ganze Zeit neue Zensurgesetze raushauen muss. Und die Deutschen sind natürlich wieder die, die es am meisten drücken. Die Deutschen sind natürlich die, die am meisten schuld sind. Bei Alex Voss, CDU-Abgeordneter, und der Axel Springer Verlag, ein deutscher Verlag, sind die beiden sozusagen Unterstützer dieser Gesetzgebung. Nur um euch mal so ein kleines Bild zu geben. Das heißt, die CDU und die Bild-Zeitung sind die beiden Hauptstützer dieser fucking Gesetzgebung. Okay. So. So, und jetzt steht hier, andernfalls sollen sie ohne entsprechende Lizenz alles in ihrer Macht Stehende tun, um etwa mithilfe effektiver, verhältnismäßiger Mittel die Verfügbarkeit geschützter Inhalte auf ihren Portalen zu finden. Also im Grunde sollen sie es löschen oder unsichtbar machen. Das ist im Grunde, was damit gemeint ist. Sie sollen es löschen oder unsichtbar machen, wenn sie nicht feststellen können, dass sie das Urheberrecht dafür haben. YouTube hat momentan eh schon ein Problem damit, dass das Copyright-System stark missbraucht wird, schon seit Ewigkeiten, und die Flagging-Rates werden noch missbraucht. Jetzt überlegt euch mal, was mit YouTube, Deutschland und Europa passiert, nicht mit USA. Die USA wird es nicht wirklich so betreffen. Oder etwas weniger. Aber YouTube in Deutschland und in Europa, du wirst Leute einfach flaggen können sofort, für ein Video, das sie geuploadet haben, selbst wenn es komplett falsch ist, selbst wenn sie einfach nur da sitzen vor ihrer Kamera und reden, und das Video wird runtergenommen werden, weil sie nicht die Zeit und die Energie haben, das alles zu überprüfen. Und vielleicht gibt es ein paar Ausnahmen für fucking, like, bestimmte Institutionen, aber wahrscheinlich nicht, und das wird wieder zu einer Art Bürgerkrieg auf YouTube führen. Das ist absolut schrecklich, was das angeht. Okay. Ich muss jetzt mal kurz den Ventilator hier wegdrehen, den hört ihr wahrscheinlich schon die ganze Zeit. Es ist immer entweder zu heiß oder zu kalt hier, ist blöd. Okay. Genau. Zudem müsste der Betreiber beim Hinweis auf eine Rechtsverletzung nachweisen, dass sie unverzüglich ein einschlägiges Werk gelöscht oder einen Zugang dazu verhindert. Das ist genau, was ich meine. Sie haben nicht die Zeit, das alles zu überprüfen, sie werden es einfach löschen. Ohne einen Fakt zu geben. Einfach boom, weg damit. Das ist genau wie die deutsche Gesetzgebung, die vorher rauskam, mit Facebook-Posten, was immer. Und jetzt kommt aber ein Abschnitt in dieser ganzen Geschichte, die zeigt, dass die Leute, die das hier gemacht haben, absolut gar keine Ahnung haben, wie das Internet nochmal funktioniert. Die einfach absolut dämlich sind. Und ich werde am besten in einem anderen Video, sonst wird das hier zu lange, darauf eingehen, warum sie sich sozusagen in den eigenen Kopf schießen, nur weil sie nicht mögen, was sie denken damit. Aber ja, lesen wir es mal durch. Mit der Bestimmung will der Rat die vielfach ins Feld geführte Lücke zwischen Werbeeinnahmen von Online-Plattformen wie YouTube und den vergleichsweise bescheidenen ausfallenden Vergütungen für Künstler und Produzenten, Value Gap, verkleinern. Okay. Erstens, YouTube macht keinen Profit. YouTube verdient vielleicht halbwegs viel durch Werbeeinnahmen, aber sie machen keinen Profit. Das heißt, wie auch immer viel Geld sie bekommen, es reicht nicht mal, um die Plattform in die schwarzen Ziffern zu kriegen. Die YouTube hat keine schwarze Null, die hat ein blutendes Rot bei ihrem Rap-Sheet. Sie werden von Google finanziert. Entschuldigung, ich bin erkältet. Das heißt, einerseits, so viel kann das gar nicht sein. Zweitens, wenn du ein Inhalteanbieter bist, der Inhalte auf YouTube stellt und die monetarisiert sind und nicht gegen die Plattform verstoßen, also wenn da Werbung drauf erscheint, wenn YouTube daran verdient, dann verdienst du auch dran. Tatsache, das ist wirklich so, liebe EU-Mitglieder, ist wirklich so, liebe veraltete, verkalkte Bürokraten. Ihr könnt es ja mal nachschauen, aber so ist das, ne? Das heißt, diese Value Gap ist absoluter Schwachsinn. Entschuldigt bitte. Ich bin erkältet und habe Allergien.
Und die Allergien kicken mich gerade richtig in den Arsch. Ah, ich hasse was. Na gut, der Punkt ist... Jetzt ist es wieder zu warm. Der Punkt ist, dass... Ups. Es auch eine Art Revenue-Sharing-System jetzt gibt, das neulich eingeführt wurde, dass, wenn YouTube erkennt, dass es sich in einem Video um geschützte Inhalte handelt, dann kriegen die Leute, deren geschützte Inhalte in dem Video vorkommen, entsprechend dem Anteils des Videos, die ihre Inhalte haben, einen Anteil an den Einnahmen. Das heißt, wenn jemand ein Drittel seines Videos mit urheberrechtsgeschützten Inhalten macht, dann teilt YouTube die Einnahmen, die der Typ, der dieses Video gemacht hat, mit dem der ursprüngliche Inhalt gehört, zu einem Drittel. Das heißt, ich mache zwei Drittel des Videos, ein Drittel benutze ich deinen Song. Das heißt, du kriegst ein Drittel meiner Einnahmen, die ich durch dieses Video mache, weil ein Drittel meines Videos dein Song ist. Das heißt, du musst deinen Finger nicht mal bewegen, um Einnahmen zu kriegen. Du kriegst Einnahmen, ohne irgendwas dafür zu tun, was eigentlich eine ziemlich geile Sache für dich sein sollte. Und selbst wenn ich meine Videos nicht monetarisiert habe, wie ich meine nicht monetarisiert habe, weswegen ich keine Einnahmen habe, über die sich Leute streiten können, like, whatever. Selbst dann kriegst du Aufmerksamkeit. Das sollte doch auch schon ziemlich gut sein, oder? Ich zeige Sachen in meinem Video, weil ich sie gut finde oder weil ich darüber reden möchte, weil ich sie interessant finde. Beides davon generiert Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit ist die Währung der Medien. Oh boy. So, und jetzt kommen wir hier zu dem absolut beschissen formulierten Part. Links, die keine Kommunikation an die Öffentlichkeit darstellen. Hier ist das Ding. Der Rat fordert ein Leistungsschutzrecht für Presseverleger im Internet. Der soll nicht für 20 Jahre, was der ursprüngliche Vorschlag war, das heißt, die Bild-Zeitung wollte, dass man für 20 Jahre nicht über ihre Artikel reden kann, was einfach komisch ist, sondern nur für 12 Monate gelten, wie es in Deutschland gilt, was, okay, ist schon nicht so geil, aber okay. Aber Leistungsschutzrecht für Presseverleger im Internet und das soll für 12 Monate... Was zur Hölle heißt das? Was heißt das? Könnt ihr mir mal erzählen, was das heißt? Ernsthaft jetzt? Wollt ihr da ein Leistungsschutzrecht auf Nachrichten geben? Das geht nicht. Kein Gericht der Welt wird das zulassen. Glaubt ihr ernsthaft, dass das Bundesverfassungsgericht oder der Europäische Gerichtshof ein Gesetz zulässt, worin Nachrichten darüber, wo man darüber sprechen kann, unter Leistungsschutzrecht, unter Urheberrecht fällt? Ihr dürft nur so und so über dieses Thema reden. Glaubt ihr wirklich, dass irgendein Gerichtshof, selbst unsere Gerichtshöfe, und ich muss wirklich sagen, in Deutschland und in Europa, die Gerichtshöfe teilweise machen sehr gute Entscheidungen, was Meinungsfreiheit und Überwachungssachen angeht. Beide, sowohl der EU-Gerichtshof als auch das Bundesverfassungsgericht, haben sich gegen die Vorratsdatenspeicherung ausgesprochen und haben die im Grunde für illegal erklärt. Neulich hat, ich glaube es war T-Online oder so, wieder gegen die deutsche Vorratsdatenspeicherung gewonnen, vor Gericht, vom deutschen, hier Landgericht Köln, glaube ich, die bei uns in deiner Gegend sind, hat von denen wieder Recht bekommen, dass so, ja, natürlich müsst ihr die Daten eurer Kunden nicht so lange speichern. Das ist absoluter Schwachsinn. Ah, Entschuldigung. Tut mir wirklich leid, dass das mit dem Schnupfen gerade... Aber okay, was soll's. Ich werde es jetzt nicht mehr erwähnen, aber seid euch bewusst, dass ich mich dafür entschuldige, sozusagen. aber das Ding ist halt, wie Heise, wie der Krempel, glaube ich, hieß er, bei Heise so schön schreibt, es ist, es sind, hier... Es bleibt den Mitgliedstaaten laut Kompromiss als Vorbehalten, unerhebliche Teile eines Artikels aus dem Geltungsbereich auszunehmen. Oder dies könnte etwa einzelne Wörter oder kleinste Textausstellungen in Form von Snippets sein, wie es das hiesige einschlägige Gesetz festlegt. Das heißt, es würde noch eine Art Zitatrecht geben. Sozusagen. Das heißt, ich könnte immer noch sagen, der Spiegel hat geschrieben das und dann könnte ich ein Stück daraus zitieren. Ich könnte auch immer noch über die Nachrichten, worüber er geschrieben hat, reden. Ich könnte auch immer noch darüber reden, was ihre Meinung war, weil es ihre Meinung ist und es fucking dämlich ist. Dafür könnt ihr mir keinen Copyright Strike auf eure Meinung geben. Das geht einfach nicht. Sorry, Leute, so funktioniert das nicht. Selbst hier funktioniert das so noch nicht. Das heißt, ich kann immer noch drüber reden, ich kann nur einfach nicht zum Artikel verlinken. Das heißt, ich muss den Leuten sagen, ja, glaubt mir einfach mal, die EU-Gesetzgebung sagt mir, ich darf nicht zum Artikel verlinken, aber glaubt mir mal, wenn ihr auf deren Seite gehen würdet, dann würdet ihr es dort finden. Und jetzt, da reden wir dann später nochmal drüber, weil es ist wichtig zu verstehen, dass im Grunde ihr das, was ihr als Fake News bezeichnet, viel einfacher zu verbreiten macht und
ihr die alternativen Medien nicht wirklich aufhaltet. Es ändert nichts an den alternativen Medien, ehrlich gesagt. Also klar, es ändert etwas, aber nicht so viel, wie ihr vielleicht zu glauben bekommen habt. Es ändert was daran, dass Upload-Filter eingeführt werden sollen. Das ist eine schlimme Sache und das ist auch das, worüber ich vielleicht im anderen Video mehr reden sollte. Diese Upload-Filter, sozusagen Sachen vor dem Upload oder beim Uploaden schon überprüft werden, dass sie direkt nach Release zensiert werden. Das ist das Schlimme an diesem Gesetz. Das ist das, was mich wirklich stört. Das ist das, wogegen wir auf jeden Fall vorgehen müssen. Und ich wiederhole mich, um die Wichtigkeit des Themas nochmal zu unterstreichen. Es ist wirklich wichtig, dagegen vorzugehen, gegen Upload-Filter und das ganze Zeug. Es ist nicht das Ende der Welt, wenn es passiert, aber es ist schon nicht gut. Es ist ein wesentlicher Schritt in die falsche Richtung, sagen wir es mal so. So, jetzt zitiert er hier noch von der Piraten im EU-Parlament, dass die Zensur im Maschinen- und das Leistungsschutzrecht kommen in die Zielgerade der EU-Gesetzgebung, damit hat sie recht. Andere nennen es einen tödlichen Cocktail für die EU-Bürger, institutionelle Akteure, Startups und große Unternehmen. Hier ist das Ding. Die großen Unternehmen, die wird es nicht so stark betreffen, weil die löschen einfach entweder alles, was ihnen suspekt vorkommt und geben einfach keinen Fakt drauf. Oder sie bieten nicht mehr in Europa an, was auch eine Möglichkeit ist. Stellt euch mal vor, Facebook so, ja, ihr habt jetzt Facebook Europa, ihr könnt nicht mehr das amerikanische, sozusagen Post von amerikanischen Freunden sehen, weil die eventuell euer Leistungsschutzrecht verletzen. Nee. Ja. Oder, keine Ahnung, du kannst, im Grunde, okay, die Motivation machen wir vielleicht auch ein andermal, aber im Grunde ist es so ein bisschen das. Es könnte zu einer Separierung des EU-Internets führen, was dämlich wäre. Es könnte zu allen möglichen Schlimmen führen. Oder es könnte einfach dazu führen, dass tatsächlich die Upload-Filter, wenn sie mal implementiert sind, für Zensur benutzt werden. Dafür benutzt werden, unliebsame Inhalteanbieter einfach daran zu verhindern, Sachen zu uploaden. Aber ehrlich gesagt, hier ist das Ding. Wenn ihr verhindern wollt, dass Leute was uploaden, werden meistens ihre Accounts einfach gelöscht. Dann werden sie einfach gefalseflagged, werden sie gestrikt, werden einfach ihre Accounts rausgenommen. Wie Schlomo. Schlomo Finkelstein, vulgäre Analyse. Seine Accounts werden die ganze Zeit weggestrikt. Und ich glaube übrigens, das liegt nicht an YouTube per se, sondern an YouTube Deutschland. Ich glaube, das ist nochmal kurz eine Nebensache. Vielleicht mache ich darüber auch gleich noch ein Video. Ich glaube tatsächlich, der Grund, warum Schlomo so viel weggestrikt wird, ist, weil YouTube Deutschland, die deutsche Abteilung davon, von SJWs durchsetzt ist und sie dort lokal sozusagen sich entschieden haben, ihn zu entfernen. Ich glaube, es ist wirklich YouTube Deutschland, die hier die Schuld tragen, nicht YouTube International. Weil YouTube International kann nicht die Schuld tragen, weil sie kein Deutsch reden und sprechen. Sie können nicht wissen, was er da von sich gibt. Das heißt, sie müssen es ihren lokalen Leuten überlassen, ihren Trusted Flaggern sozusagen, ihren vertrauten Flaggern hier in Deutschland, ihren vertrauten, weißt du, Funkinstitutionen, ihren vertrauten SJWs in ihrem Büro in Deutschland, so nach dem Motto, also so stelle ich es mir zumindest vor. Ihr linksgrün versifftes Büro in Deutschland, könnte man sagen. Aber ja, die Leute entscheiden darüber, was hier gesperrt wird und was nicht. Und das ist ziemlich dystopisch und ziemlich dämlich und das sollte nicht so sein. Aber ich vermute, das ist der Grund dafür. Na gut, ich werde jetzt noch wahrscheinlich 3 oder so Videos über dieses Thema machen, die ich versuche so kürzer zu gestalten als das hier. Das hier ist einfach ein generelles Update über Artikel 13. Und ich hoffe, ich habe alles Wichtige gesagt. Ihr könnt mir ja mal sagen, was ist. Und es werden jetzt sehr viele Videos. Ich werde sie vielleicht sogar alle am Wochenende sogar rausbringen. Ich weiß, sie werden nicht so viel Aufmerksamkeit kriegen. Es tut mir immer weh, so viele Videos auf einmal zu releasen, weil sie dann weniger Aufmerksamkeit kriegen. Aber es ist so, es ist eine wichtige Nachricht. Und ich muss jetzt auch bald mit Lernen anfangen. Aber also jetzt bei Montag geht es bei mir mit Lernen los. Dann kann ich keine Videos mehr wirklich machen. Und deswegen finde ich es auch blöd, dass die EU gerade in der Zeit, wo ich keine Videos machen kann, wieder so eine scheiß Gesetzbegebung macht. Was soll der Mist? Na gut. In Angesicht der Tatsache, dass A, wenn man sehr selten postet, oder B, wenn man alles an einem Tag postet, man weniger Aufmerksamkeit kriegt, weil die YouTube-Algorithmen das im Grunde verhindern, würde ich mir sehr wünschen, dass, wenn euch dieses Video gefallen hat oder ihr es wichtig fandet, und ich finde es sehr wichtig, ihr bitte das Video teilt. Und wenn ich euch noch eine zweite Bitte, wenn es nicht zu viel ist, noch eine zweite Bitte mitgeben kann, ist, geht wirklich auf den ersten Link in der Beschreibung, saveyourinternet.eu, und befolgt eine dieser Sachen, E-Mail, Anruf oder Tweet. Ich würde E-Mail oder Tweet, also vor allem E-Mail empfehlen, ansonsten Tweet ist auch gut, wenn ihr lazy seid, oder anrufen, wenn ihr es schafft, ruhig zu bleiben und höflich zu bleiben, dann ist anrufen vielleicht das Beste. Wirklich schreibt, redet, like, twittert, was auch immer, mal mit diesen Leuten und sagt ihnen, dass ihr gegen eine Zensur des Internets und gegen eine Einschränkung von Kreativität und Meinungsvielfalt im Internet seid.
und dass es im Grunde noch möglich sein muss, Inhalte zu teilen. Ja, tut das bitte, es ist wirklich wichtig. Selbst wenn einige der Sprache, sag ich mal, die über diese Gesetzgebung rausgebracht wird, etwas einseitig ist oder vielleicht etwas übertrieben ist, selbst wenn das so ist, ist es immer noch ein schlechtes Gesetz, was auf jeden Fall verhindert werden muss. Bitte, bitte tut es. Ich werde auch auf jeden Fall mal tweeten an die Leute. Vielleicht schreibe ich sogar eine E-Mail, ich werde aber auf jeden Fall tweeten und das Anrufen, ich glaube, ich schaffe es nicht, höflich genug zu sein. Ich muss ehrlich sein, ich glaube, da kann ich mich nicht gut genug kontrollieren. Aber vielleicht, wenn ich anrufe, kann ich ja nochmal mit euch darüber reden. Na gut, das war's dann also. Also bitte teilt meine Videos, bitte nehmt an dieser Save Your Internet Aktion teil. Es ist wichtig. Aber damit vielen, vielen Dank an alle für euch fürs Zuschauen, die zuschauen. Ich teile inzwischen nur noch die BitChute-Links, das heißt, bitte auch abonniert mich auf BitChute, weil ich verliere dadurch YouTube-Traffic und so viel BitChute-Traffic kriege ich nicht dazu, was ich irgendwie schade finde. Aber bitte, bitte teilt auch meine Inhalte, ist, wie gesagt, ihr müsst nicht. Aber ja, es hilft sehr und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Es war mir wie immer eine Freude. wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Livestream. Oder im nächsten, was ist es, oder im nächsten, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, Podcast, nein, das ist keine gute Uhrzeit für mich, oder im nächsten Podcast, wenn ich dann mal wieder einen mache, und ja, wie ich gerade schon gesagt habe, es ist fast 17 Uhr, gegen 17 Uhr schaltet sich mein Hirn immer aus, das heißt, das ist gerade nicht die beste Zeit für mich, ja, aber wie gesagt, wir sehen uns da. Und ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende. Mein Name ist Bernhard Frankamin, habe ich schon zweimal gesagt, aber naja, peace out.